So Leute, jetzt mache ich diesen blauen Rahmen mal weg. Oder nee, ich kann eigentlich lassen, also das ist jetzt nicht das Problem. Und zwar, mir geht es jetzt darum, wir brauchen ein, und das werde ich dann unten in der Beschreibung nochmal einfügen, wir brauchen jetzt erstmal ganz wichtig einen grundsätzlichen Einstellungsteil eines Programms, damit wir mit dem Atmega 8 arbeiten. Dazu gehören dieserlei Zeilen, ich gehe dann gleich darauf ein, wozu wir das brauchen, und eine Art Kontrollprogramm, damit wir sagen können, aha, ich möchte also bestimmte Dinge tun hier. So, wenn ich diesen blauen Rahmen wegmache, sind eigentlich unwichtige Dinge, aber gleich mal zu Anfang, wenn ich das Programm noch nicht gespeichert habe, dann ist das, ich habe das jetzt hier Probe-LCD und Port, BAS genannt, ne? Dann ist das noch nicht gespeichert. Ich speichere das mal. Und schon wird das schwarz. Jetzt kann man nämlich erst kompilieren. Achtung, wenn kein Fehler drin ist, meldet er sich nicht. Er sagt, wie viel Speicher er nutzt und fertig. Und ich habe mein Gerät so eingestellt, dass er gleich beim Simulator landet. Das ist jetzt aber nicht das Wichtige. Ich lasse jetzt mal diesen Rahmen hier weg. Momento. So. Ich schalte den Simulator aus. Jetzt kommen wir zu den einzelnen Files. Wichtig ist, dass ihr diese erste Zeile nehmt, und zwar dieses M8DEF. Das ist eine Definitionsdatei für den Atmega 8. Die muss auf jeden Fall mit angesprochen werden. Dann, dass der Quarz Crystal, ne, der Kristall, ein Quarz, dass der diese Frequenz eingestellt bekommen hat, dann funktioniert der auch gut, und dass ich auf dem LCD, was ich angeschlossen habe, auch was sehe, dass das LCD ein 16 Zeichen mal 2 Zeilen LCD ist. Und ich möchte in diesem Fall ganz einfach, damit ich auch ein bisschen was mit dem Programmierboard MK2 machen kann, dass der gesamte Port D, also alles, alle Port Ds auf Output sind. Und jetzt gleich mal noch was zeigen. Diesen Kommentar hier hinter, der schadet nicht, dass ich den hinschreibe, dann weiß ich später nämlich immer, was gemeint ist. Und den kann man jetzt mit Leerzeichen oder mit entsprechenden Löschzeichen an die richtige Stelle rücken. Und ich kann euch nur empfehlen, macht Kommentare dahinter und macht das alles schön strukturiert. Diese Zeile, die heißt, wenn ich die wegnehme, ich mache das mal kurz, dann würde jetzt das Programm, wenn ich es kompiliere, auf dem Simulator relativ gut laufen. Ich mache das aber nicht. Ich möchte das ja dann brennen. Und darum geht es ja. Also lasse ich das so. Und jetzt habe ich mal aus Spaß hingeschrieben, tralala, tralala. Also das ist nur ein Kommentar für alle Leute, die nicht wissen, wie ein Kommentar aussieht. Obwohl, langsam wissen sie es ja. So, dann habe ich gesagt, okay, in diesem Fall möchte ich den Port B als Pin B haben, also nur als Eingang konfigurieren, und am Port B Nummer 5 möchte ich da diesen Pull-Up-Widerstand, darauf komme ich dann später nochmal in Elektronik, den möchte ich aktivieren. Den braucht man für bestimmte Dinge. Und dann möchte ich ein Eigen-Control-Programm haben, und zwar das soll immer wieder überprüfen, ob das stimmt. Das brauchen wir später nicht mehr. Das ist dieser Teil, den ich eben blau markiert hatte. Wenn Pin B richtig geschaltet ist, also auf 1 geschaltet ist, dann sag Pin B5 ist 1. Ich kann ja auch eine 1 reinschreiben, also ich könnte ja auch eine Zahl reinschreiben. Hier zum Beispiel einfach bloß ist 1. Und hier else heißt ja, wenn nicht, also wenn das hier nicht im anderen Fall nicht also eintritt, dann ist es 0. Dann könnte ich eben hier eine 0 einfügen, ne? Ob ich nur 0 hinschreibe oder 1 hinschreibe, ist egal. Leute, spart aber immer so viel wie möglich Zeichen, also schadet nicht. Dann zeigt das mir an, warte kurz, damit ich es auch lesen kann. Und hier auch das gleiche. Und dann löscht den Screen wieder, ne? CLS, Clear Screen. Und jetzt sehen wir aber was anderes. Diese If-Abfrage, die habe ich extra ein Stückchen eingerückt, damit man später das Programm besser lesen kann. Das, was danach kommt, ist gleichberechtigt. Das heißt, das CLS ist gleichberechtigt nach dem If. Entweder dieses oder das tritt ein. Und dann kommt, habe ich einfach mal aus Spaß, schreibt mal dahinter. LCD schreibt ja im Allgemeinen immer dahinter, nach dem, was gerade geschrieben ist. Mach mal ein paar, erst ein Leerzeichen und dann ein paar Sternchen. Und warte in diesem Fall 900 Millisekunden, also fast eine Sekunde. Dann die Loop-Schleife. Und jetzt sieht man auch, alles, was innerhalb der Loop-Schleife ist, ist etwas eingerückt. Das hilft euch später. Und jetzt kommt eine der wichtigsten Zeilen für das Programmieren selber. Das heißt in diesem Fall,
End. Wenn ich das nicht einfüge, kann es passieren, dass mir, wenn ich aus der Schleife raustrete, aus irgendwelchen Gründen und noch alter Code im Speicher des Mikroprozessors steht, dass der das dann einfach weiterverarbeitet und dann kriege ich irgendwelchen Blödsinn raus. End heißt, ab hier ist Schluss, du liest ab hier nicht mehr weiter, falls wir aus dem Programm ausbrechen. Das bis dahin. Ich zeige euch dann im nächsten Teil, wie man mit dem Programmierer umgeht und was das alles damit auf sich hat, wie das funktioniert. Das kommt dann, das ist wichtig, sonst kann man nichts in den Mikroprozessor schreiben. So, jetzt hoffe ich mal, dass das funktioniert hat und ja, ich mache das Programm aus, ne? Also, macht's gut.